Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen allen Nicht-Muslime. Ich wollte auf einen Artikel eingehen, den die Jüdische Allgemeine Zeitung veröffentlicht hat, bezüglich meinem Livestream mit Arafat Abu Chakar. Hafizahullah. Auf jeden Fall schreiben sie hier, und das ist eigentlich direkt eine Ansage an die Jüdische Allgemeine: Schämt ihr euch eigentlich nicht für eure unverschämten Lügen? Ich erwarte von euch eine Entschuldigung. Hier. Ein Video auf dem Kanal TikTok könnte dem Berliner Clan-Chef Arafat Abu Chakar, wo steht eigentlich, dass der ein Chef ist, aber auch egal, neuen juristischen Ärger einbringen. Abu Chakar hat im Gespräch mit dem Salafisten und Islamisten, also Salafist und Islamist, das ist eure Rhetorik, Salafist und Islamist und Sist und Sist und Sist, um so ein bisschen die ganze Sache einzuheizen. Weil Ben ist ja ein Salafist, auch ein Islamist. Aber wir nennen es auch nicht Salafisten. Deswegen wäre es schön, wenn ihr uns so nennt, wie wir uns selber nennen. Wir nennen uns Muslime. Aber das hätte ich auch jetzt auch nicht von euch erwartet. Auf jeden Fall. Pierre Vogel wörtlich, also Arafat mit dem Salafisten und Islamisten, Pierre Vogel wörtlich über Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu gesagt, Doppelpunkt, Anführungsstriche: Für mich ist Adolf Hitler besser als Netanyahu. Hitler habe die Menschen wenigstens sofort umgebracht, sagte Abu Chakar in dem Videoblog, in dem er auch dieses zionistische Regime in Israel mit den Nazis verglich. Erstmal, ein Vergleich ist eigentlich nie etwas, was falsch ist. Es kommt nur darauf an, wie man etwas vergleicht. Ja? Ich kann zum Beispiel ein Dreieck mit einem Kreis vergleichen. Ja? Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass Netanyahu schlimmer ist als Adolf Hitler. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Wir haben ja Meinungsfreiheit, oder? Ne? Weil ich auch nicht der Meinung bin, dass er die schnell getötet hat, sondern in den Konzentrationslagern wurden ja auch Juden wirklich mehr oder weniger, kann man sagen, zu Tode gefoltert, indem sie zur Arbeit gezwungen wurden. Aber anderes Thema. Und das ist ein großes Verbrechen, was wir mehrmals betont haben. Netanyahu hingegen so: Aschaka, lass uns leiden und bring uns um. Der will ein ganzes Volk auslöschen. Bei Adolf Hitler haben wir auch viele oder die meisten nicht gewusst, dass er alle Juden auslöschen will. Es kam ja teilweise erst später ans Licht, beziehungsweise für die Allgemeinheit erst später ans Licht, oder? So, und deswegen, nach dem Handeln, was man sieht bei Benjamin Netanyahu, lässt das diese Vermutung durchaus aufkommen. Und nicht nur bei uns. Im weiteren Verlauf des Videos erwähnt Abu Chakar noch, dass er kein Befürworter eines Adolf Hitler sei, denn der sei genauso schlimm wie Netanyahu. Darüber müsst ihr euch doch eigentlich freuen, oder? Weil warum war denn Adolf Hitler so schlimm? Unter anderem wegen dem Weltkrieg und unter anderem, weil er wahllos Juden vergast hat, weil er dieses Volk ausrotten wollte. Damit stellt sich Arafat Abu Chakar gegen den Holocaust und gegen das wahllose Ausrotten von Juden, ja, was ihr der Hamas zuschreibt, wo ihr sagt, wir sind Apologeten der Hamas. Ja, und er stellt sich damit vor seine arabischen Geschwister und sagt: Hey, seid ihr nicht gewalttätig zu irgendwelchen Juden, die in Deutschland sind? Eigentlich müsstet ihr den feiern. Naja, Pierre Vogel ging nicht direkt auf Abu Chakars Äußerung ein, sondern prophezeite, dass die Medien nicht die Aufforderung der beiden an die Juden... So, hier lügt ihr. Hier lügt ihr ganz abscheulich. Und so dumm könnt ihr nicht sein. Ja? Pierre Vogel, sondern prophezeite, dass die Medien nicht die Aufforderung der beiden an die Juden, sich friedlich zu verhalten, keine Gebäude anzuzünden, keine Menschen umzubringen oder weh zu tun, original tun, rede... Das war keine Aufforderung an die Juden, das war eine Aufforderung an die Muslime in Deutschland bezüglich euch. Das ist eine pure Lüge. Schämt ihr euch eigentlich nicht? Und das ist klar und deutlich, das ist völlig unmissverständlich. Ihr versucht hier, Benzin ins Feuer reinzugießen. Schämt ihr euch nicht? Hier schreibt ihr ganz klar, dass die Medien nicht die Aufforderung der beiden an die Juden, als wenn wir gesagt haben: Hey Juden, verhaltet euch friedlich, zerstört keine Gebäude, ihr dürft keine Menschen umbringen oder wehtun, als wenn das an die Juden gerichtet wäre. Der ganze Livestream ging darum, weil man in Deutschland Angst davor hat,
dass es zu Terroranschlägen von muslimischer Seite kommt. Es ging alles darum, dass die Demonstrationen ausarten, dass Synagogen angezündet werden. Das war das Thema des Livestreams. Und das wisst ihr ganz genau. Das war ein Aufruf an die Muslime. Hier erwarte ich eine Entschuldigung von euch. Ist der helle Wahnsinn ist das. Weiter verbreiten würden, sondern den Hitler-Vergleich ausschlachten würden. Auf das Video in der dass das Video in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgen würde, war von den beiden Protagonisten gewiss kalkuliert. Überrascht sein dürften die beiden Hamas-Apologeten allerdings von der Antwort des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der postet das Video auf seinem X-Account Twitter. Ja, da sind wir wirklich überrascht von, das muss ich sagen. Wir sind sehr enttäuscht, weil wir zum Beispiel sonst mal gesehen haben, dass der Zentralrat der Juden beispielsweise, als Marwan Sherbini getötet wurde, 2009, sich auf die Seite der Muslime geschlagen haben. Und hier sind wir wirklich enttäuscht vom Zentralrat der Muslime, dass sie mit keiner Silbe betonen, dass wir in diesem Video 3 Stunden lang und danach nochmal 2 Stunden lang fast ununterbrochen dazu aufgerufen haben, die Muslime dazu aufgerufen haben, sich hier friedlich zu verhalten, niemandem weh zu tun. Wir hören euch die ganze Zeit in den Medien, wie ihr am Bedauern seid oder am Jammern seid. Ich möchte mich darüber nicht lustig machen, dass das jüdische Leben nicht mehr sicher ist und so weiter und so fort. In Deutschland das jüdische Leben ist nicht mehr sicher und die Juden können nicht mehr frei auf die Straße gehen. Ich habe hier in meiner Umgebung sowieso noch nie einen Juden gesehen, nur mal so nebenbei. Aber es gibt sicherlich in anderen Gebieten, ja, und wir machen einen extra Aufruf, wo wir sagen, guck mal, das, was dort passiert, ist dort. Das, was hier passiert, ja, das ist eigentlich etwas Positives für euch und für den Zentralrat der Juden. Und mit keiner Silbe wird das erwähnt. Aber das zeigt euer wahres Gesicht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und deswegen erwarte ich von euch, jüdische Allgemeinde und vom Zentralrat der Juden, eine öffentliche Entschuldigung für diese Lüge und dafür, dass ihr das, was wir für euch gemacht haben, beziehungsweise wir haben das ehrlich gesagt nicht für euch gemacht, sondern weil wir der Überzeugung sind, dass das unsere Religion vorschreibt, ja, aber es ist zu eurem Nutzen, weil es unsere Religion vorschreibt, dass ihr das noch nicht mal erwähnt habt, sondern den ganzen Kontext verdreht. Schämt euch.